unverhofft, da brennt es oft, wie wohl ein jeder weiß. Aber unserer Feuerwehr, der ist kein Brand zu heiß. Wassermarsch, jetzt kommt die Feuerwehr. Wenn's wo brennt, da schleppen sie die Schleuchter her. Die ganze Mannschaft mit den Kommandanten, die wahren Helden der Hydranten. Für 3 Tage über das verlängerte Pfingstwochenende begrüßte Kitzbühel über 300 Teilnehmer mit 110 historischen Feuerwehrfahrzeugen zum 6. Oldtimer-Treffen. Veranstaltungsgelände war diesmal der Hahnenkamm-Parkplatz, wo die verschiedensten Vorführungen und Festlichkeiten abgehalten wurden. Am ersten Tag standen die historischen Pumpen, die noch mit der Hand, Dampf oder alten Dieselaggregaten angetrieben wurden und vom Pferdegespannen zu den Feuerbrünsten gezogen wurden, auf dem Programm. 6. Oldtimer-Treffen für historische Feuerwehrfahrzeuge hier in Kitzbühel. Es sind über 100 Fahrzeuge am Start und 300 Teilnehmer haben sich gemeldet, zum Teil von ganz weit weg. Aus Zwickau ist ein Team, also 600 Kilometer entfernt. Und ich habe jetzt hier den Hauptorganisator neben mir, stellvertretender Obmann oder Präsident der Kitzbühel Oldtimer. Der Präsident Höfinger ist ja nicht da, den Fips Bischl. Fips, immer viel Arbeit, das Ganze vorzubereiten. Ja, das ist ja viel Arbeit, weil bis du mal die ganzen Anmeldungen alles drin hast und alles. Und nachher geht es erst um Aufstellen, Zeit und bis die ganzen Fahrzeuge da am Parkplatz stehen hast, muss ganz schön zu anfangen. Ihr fahrt ja selber auch manchmal zu solchen Zusammenkünften, aber wir haben schon Teilnehmer gesagt, nach Kitzbühel fahren sie einfach am liebsten. Ja gut, der Name Kitzbühel ist jetzt natürlich schon unheimlich. Und sie haben uns gefreut, wenn sie zu uns kommen können, weil das ist überhaupt eins von den größten, österreichweit sowieso, und auch jetzt schon Richtung deutschen Raum, eins von den größten Veranstaltungen überhaupt ist. Zur Oldtimer-Gruppe Kitzbühel, wir stehen ja hier vor einem der historischen Fahrzeuge. Wie viele Fahrzeuge habt ihr jetzt insgesamt? Jetzt haben wir 7 Auto und 3 Kutschen und 2 Holzlatern und dann noch so ein paar Kleinigkeiten. Ja, hier sensationell die ganz alten Motorspritzen. Mit was werden die betrieben? Ja, wir haben da eine Knaust, Baujahr 25, ist eine Benzinmotorspritze aus Frankenmarkt in Oberösterreich und wir sind natürlich gern dabei da in Kitzbühel. Um das Ganze in Stand zu halten, wird sicherlich viel Arbeit bedeuten? Ja, wir haben da überhaupt einen rechten Stress gehabt damit, weil wir haben da voriges Jahr im Herbst einen Motorschaden gehabt auf der Knaust und da sind die Bleilager kaputt gewesen und wir sind am Freitag in der Nacht fertig geworden, dass wir dann am Samstag anrücken haben können. Wenn ich mir das so anschaue, alles wunderbar gefertigt, aus Messing, das sind schon richtige Raritäten. Kann man sowas kaufen oder muss man da suchen, um sowas zu finden? Ja, es ist sehr schwer, sowas zu kaufen. Also das sind, kann man sagen, Einzelstücke. Aber wenn du Ersatzteile brauchst, musst du nachfertigen, brauchst Handwerker dazu. Ist also sehr, sehr schwierig, da das wieder in Gang zu setzen, wenn was bricht. Ja, wir machen jetzt einen Schwenk hier rüber. Und da ist eine Maschine, die ist tatsächlich noch mit einem Dampfkessel ausgestattet, von der Feuerwehr Geinfahren. Wo ist das? Wir liegen südlich von Baden-Berlin, Bad Vislav, Vislavwasser ist ein Begriff, und dort sind wir her. Und mit was heizt ihr das Gerät? Wir heizen das Gerät am Anfang mit Holz und dann mit Steinkohle. Und was bringt man da für einen Druck zusammen? Ist das viel Wasserdruck? Also am Kessel dürfen wir nur mehr 8 Bar haben, weil das ist ja 102 Jahre altes Gerät. Aber es funktioniert, wir haben die Kesselprüfung drauf und beim Spritzen kommen wir so circa 3 und 4 Bar und hat eine Leistung bis zu 450, 500 Liter in der Minute. Und früher ist das Ganze natürlich von Pferden gezogen worden? Ja, das wird, wenn wir heute noch ausfahren, wird das nur von Pferden gezogen, weil das andere wollen wir nicht, weil das ein Stilbruch ist. Weil wenn das so, wie es einmal früher mal war, so sollte man das zeigen, der Umwelt zeigen, wie das immer gewesen ist. Also dann immer noch gut heil. Wir danken schön. Bei uns heißt es in Niederösterreich gut wehr. Wir sind da, wenn man uns braucht. Wir fahren, dass der Reifen raucht. Wir löschen Brände und noch mehr. Wir sind die Feuerwehr. Wir sind da, wenn man uns braucht. Wir fahren, dass
7,5 Kilometer haben sich die berggängigen Feuerwehr-Oldtimer hier herauf zum Alpenhaus gequält. Und man muss sagen, alle haben es genossen, diese Panoramastraße herum, und sind jetzt Gast bei Franz Reisch, der immer wieder was zu bieten hat. Heute sind es die Oldtimer, die hier bei dir herum sind. Ist ja nicht zum ersten Mal. Die schätzen das, glaube ich, sehr. Das ist wahr. Und ich sage auch vielen Dank, dass sie so lieb sind und dabei aufgefahren. Darum haben wir auch etwas für sie über, etwas zum Essen und etwas zu trinken. Und da laden wir es auch gerne ein. Weil es ist allein für die Region ganz, ganz wichtig, dass die Leute zu uns kommen und eigentlich eine gute Botschaft wieder hinausbringen, wie schön es eigentlich bei uns ist. Franz, du hast ja nicht nur heute Gäste erhoben. Bei dir ist ja immer was los da herum. Sag uns doch mal, was ist in der nächsten Zeit da so alles geboten? Ja, es geht eigentlich heute gleich anschließend weiter. In eineinhalb Stunden kommen dann die Käferfreunde von St. Johannhofer, wo wir dann wahrscheinlich zwischen 35 und 50 Verwehrkäfer haben. Langsam kommen die Menschen, nicht nur die Radfahrer drauf, weil die Österreich-Rundfahrt am 2. Juli aufkommt, sondern auch die ganzen Motorsportfreunde, wie schön diese Panoramastraße ist. Wenn man heuer wieder die Straße ein bisschen ausbaut, ein paar Kurven ein bisschen größer gemacht und schöner gemacht. Und ja, weil wir gerade den Juchezherrn, Volksmusikwoche hast du ja auch, und Weißenbläserbrausen. Die Volksmusikwoche, die geht jetzt noch anschließend nach dieser Woche los. Und da geht es noch gleich am Montag haben wir ein Highlight mit dem Ebser Kaiserklang und viele andere, von der Edelraute angefangen bis zu den böhmischen Sieben, den Vierklang. Ich möchte da jetzt nicht zu viel Werbung in eigener Sache machen, aber auf www.alpenhaus.at, wenn es reinschaut, findet ihr es nachher bitte. Ja, super, dass du so initiativ bist. Und sicherlich eines der Highlights ist dann auch wieder im August das Juchezer-Treffen und Weißenbläser-Treffen hier oben. Das ist ganz klar, das ist aber eins von einem der schönsten Höhepunkte der kulturellen Veranstaltungen, was wir haben. Und das ist wieder grenzüberschreitend und verbindend. Also, okay. Wir sind von der Freiwilligen Feuerwehr, von der Feuerwehr, von der Feuerwehr. Wir kommen und schon gibt's keine Feuerwehr. Ja, wenn's brennt, da kommen wir kriegt. Mit dem Wasser sparen wir hier das Heck. Was das Feuer überlässt, spritz mal unbarmherzig weg. Wir sind von der Freiwilligen Feuerwehr. Ja, wenn's brennt, da kommen wir gerennt. Lois Schmiedinger, Kommandant der Feuerwehr Kitzbühel, hat hier bei den Oldtimern auch mitgemacht mit einer Übung. Warum ist er gegangen? Wir haben heuer einen Gefahrstoffeinsatz geübt. Vor zwei Jahren haben wir einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Und wir sind ja Stützpunktfeuerwehr für den Gefahrenbereich. Und daher haben wir heuer dieses Übungsszenario gewählt. Wenn wir noch einmal sagen, Gefahrenstoff, was sind das? Gase oder Öle? Was ist Gefahrenstoff? Das sind alles Elemente, die dem Menschen gefährlich werden können. Das können Säuren sein, das können giftige, brennbare Gase sein, das können auch feste Stoffe sein. Das ist all das, wenn das irgendwo bei einem Unfall dabei ist, was der Feuerwehr große Kopfzerbrechen und Sorgen bereitet. Und ihr habt die entsprechenden Schutzanzüge natürlich als Stützpunktfeuerwehr. Ja, wir haben in Kitzbühel das Gefahrenstofffahrzeug vom ganzen Bezirk in Kitzbühel stationiert und sind daher für den gesamten Bezirk in dem Bereich zuständig. Ja, der Feuerwehrkommandant hat in nächster Zeit noch einiges andere zu bewältigen. Es ist ja am Sonntag jetzt dann der Bezirksfeuerwehrtag, der 125. Auch wieder mit einer Großübung in der Innenstadt. Sag uns ein bisschen das Programm. Richtig. Am kommenden Sonntag, 3. Juni, ist der Bezirkstag, 125 Jahre Bezirksfeuerwehr in Kitzbühel. Dazu ist ein großer Festakt. Es ist um 9 Uhr eine Messe in der Innenstadt und dann ist im gesamten Innenstadtbereich eine Feuerwehrpräsentation, wo verschiedene Sachgebiete vorgestellt werden, und die Stadtfeuerwehr Kitzbühel hat auch hier die Ehre, ein paar Übungen zu machen. Nur ihr oder kommen da auch die benachbarten Wehren mit ihren Fahrzeugen und machen damit sozusagen eine Gemeinschaftsübung? Richtig. Es kommen die neuesten Fahrzeuge aus Kirchberg, Brixen und vom ganzen Bezirk nach Kitzbühel werden hergezeigt, werden präsentiert, und all miteinander soll man halt dann
Feuerwehr präsentieren und das werden wir sicher toll machen. Und ich würde mich freuen, wenn sehr, sehr viele Kitzbühlerinnen und Kitzbühler Gäste in die Innenstadt kommen würden und sich informieren würden. Ja, jetzt noch eine letzte Frage, die gehört einfach dazu. Die Feuerwehr wird natürlich durstig von so viel Arbeit. Habt ihr heuer wieder euer Hallenfest? Natürlich. Wir fühlen uns verpflichtet und es ist uns eine große Ehre. Jedes Jahr am 1. Juli-Wochenende ist es. Heuer ist es 29., 30. Juni, 1. Juli. Wir würden uns freuen, im Gerätehaus in Kitzbühel viele, viele begrüßen zu dürfen. Es ist ein einheimischer Festl. Es kommen immer sehr viele und wir freuen uns schon sehr drauf, dort viele Kitzbühlerinnen zu sehen. Habt ihr auch Musik? Wir haben Musik am Freitag gespielt. Spielen die Alpenpiraten, am Samstag die Hattinger Burm und am Sonntag Frühschoppenmusik, die Kitzbühmische. Das ist eine Gruppe aus Musikschullehrern, Teile der Stadtmusik Kitzbühel und auf das freue ich mich schon ganz besonders. Ja, danke und weiterhin gut heil. Dankeschön, danke, gut heil. Ich habe bemerkt, ihr habt euch heuer mit der Alpenrallye zusammengetan. Das Festzelt dort unten wird jetzt die ganze Woche stehen bleiben und da werden dann auch die Oldtimer, die klassischen hier Station machen. Ist ja eine gute Idee. Ja, das ist ein Vorteil, weil wir das selbst benutzen können von der Alpenrallye. Und wo es geht, unterstützen wir die Alpenrallye nachher auch. Und wir müssen heute halt morgen in der Früh schon Platz machen, weil die VW möchte morgen um 6 Uhr der Früh schon anfangen aufbauen. Jedenfalls. Toll, dass ihr das macht, alle 2 Jahre, glaube ich. Wir machen es alle 2 Jahre. Am Anfang, wie der Hans noch gewesen ist, haben wir es einmal ein Jahr drauf auch wieder probiert und haben gesagt, nein, das wird uns einfach zu viel Arbeit. Und dann haben wir eben durchgesagt, alle 2 Jahre. Und die anderen sollen ja auch mal zum Zug kommen. Ja, richtig. Und du musst ja zu den anderen auch hinfahren. Wenn sie zu uns kommen, musst du die anderen auch mal hinfahren. Und wenn's dann bist du ja überhaupt nicht mehr daheim. Also, viel Vergnügen. Danke.